Das war Fliegen, jetzt kommt die Bahn, wenn sie kommt. Es ist ja der Sommerhit 2022, dieses 9-Euro-Ticket. Montag beginnt mit dem August, der letzte Monat. Mehr als 31 Millionen Mal ist das Ding verkauft worden, übertrifft längst alle Erwartungen und zeigt, wenn der Preis stimmt, steigen die Leute auch mal aus dem Auto aus. Es wäre allerdings gut, wenn sie dann was hätten, wo sie einsteigen können. Und da klemmt's bei der Deutschen Bahn und im öffentlichen Nahverkehr, aber richtig. Die überfüllten Züge dieses Sommers, die zeigen klar, die Politik muss handeln, Gelder umschichten von der Straße auf die Schiene und die Bahn, die muss bauen. Neue Gleise, neue Züge und zeitgemäße Technik. Das hier ist das Herz des Bahnverkehrs in Nordrhein-Westfalen, die Schaltzentrale in Duisburg. Von hier aus werden rund um die Uhr Züge im ganzen Land koordiniert. Ein kleiner Zwischenfall und die ohnehin überlastete Infrastruktur kommt schnell an ihre Grenze. Besonders oft passiert das auf dem Abschnitt zwischen Dortmund und Köln. Diese Strecke ist ein hoch ausgelasteter Abschnitt. Wir haben im Fernverkehr eine planmäßige Auslastung von 140%. Und hier reichen 10 Minuten Streckensperrung. Und die Züge, die da betroffen sind, das merkt man auch in München, die Verspätung. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr. Damit kann die Bahn nicht wirklich brillieren. In den vergangenen Monaten ist sie kontinuierlich gesunken. Im Juni mit 58% auf einen Tiefstand. Jeder zweite ICE oder Intercity erreicht also sein Ziel mit mehr als 6 Minuten deutlich verspätet. Hauptverspätungsgrund: noch nie wurde so viel im Schienennetz gebaut. In Nordrhein-Westfalen sind vor allem diese Strecken betroffen. Auf dem Abschnitt zwischen Dortmund und Köln gibt es mehrere Nadelöhre. Aktuell eine Großbaustelle in Leverkusen. Aber auch zwischen Düsseldorf und Wuppertal sowie Köln und Bonn läuft es nicht so, wie es sein sollte. Da muss man sicherlich sagen, dass das Thema Qualität und Zuverlässigkeit im Eisenbahnsystem nicht den Erwartungen der Kundinnen und Kunden entspricht, auch nicht unseren eigenen Ansprüchen. Deshalb sind wir dabei, das Problem sozusagen von der Wurzel her anzupacken und die Infrastruktur von einem Problemfall zu einem Stabilitätsanker zu machen. Eine Herkulesaufgabe, die an Grenzen stößt. Über Jahrzehnte wurde die Bahn unterfinanziert, bei gleichzeitig wachsenden Fahrgastzahlen. Die Probleme muss die Bahnkundschaft tagtäglich ausbaden. Und das 9-Euro-Ticket hat die Lage noch einmal mehr verschärft. Also das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, es gibt einen großen Ansturm an Fahrgästen und die Leute haben Appetit bekommen und Blut geleckt. Und jetzt muss auch eine Folgelösung kommen. Also die Leute wollen Bahn fahren, wenn es denn einfach und preislich attraktiv und leicht zugänglich ist. Aber die Preisdebatte ist nicht die einzige. Wir brauchen auch eine Verbesserung im Angebot. Also wir brauchen flächendeckendes Angebot, auch in den ländlichen Regionen, wo man vom 9-Euro-Ticket nicht so sehr profitieren kann derzeit. In der Politik ist die Erkenntnis da. Es wird mehr in die Bahn investiert, aber an der Umsetzung hapert es. Es braucht Jahre, bis die Prozesse fertig sind und Zugbestellungen da sind. Doch einiges könnte die Bahn laut Fahrgastverbänden jetzt schon besser machen. Die technischen Möglichkeiten sind ja längst da für viel bessere Kommunikation, dass man Echtzeitinformationen hat, an welchem Bahnsteig die Bahn ankommt und dass man das auch viel aktiver kommuniziert, gerade bei Verspätungen etwa. Und deswegen müssen viele Dinge nicht sein, die immer noch passieren. Zurück in Duisburg. Auch Mirko Frommhold wünscht sich weniger Verspätungen und Zugausfälle für die Zukunft. Bis dahin werden er und seine Kollegen noch ordentlich zu tun haben.